Servus Leute, was geht? Ich bin Tico Ramazzotti und willkommen auf Musepunch TV. Ja Freunde, heute ein neues Video. Und zwar Queen hat einen Remix rausgebracht mit dem Namen Süßes Cannabis. Also der Originalsong fand ich ganz dope, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie mir der neue Remix gefällt von dem Song. Also zu Queen. Queen müsste eigentlich jeder kennen, von dem JBB oder vom JMC. Kennt ihn eigentlich so ziemlich jeder. Also krasser Künstler auf jeden Fall. Und ich dachte mir, wir checken ihn gemeinsam aus, machen wir mal eine kleine Live-Reaktion zu dem Song. Und da würde ich sagen, reden wir nicht lange, sondern gehen direkt drauf los. Und da würde ich sagen, Kopfhörer ist da. Legen wir los. Jetzt. Ein wunderschöner Engel, seh dich. Alter, ich bin gerade erschrocken. Jetzt nicht, weil da gerade ein Arsch zu sehen ist, sondern weil ich bin erschrocken, weil der Song direkt losging. Krass. Chili am Bett, unser Widmen, da das gerade war einem Silbertablett. Pot voll okay, den Unterschreis geht gar nichts. Ganja ist auch nur Tee, super Lemonhase. Ultra sexy, damit dreht den Unterwäsche gerade. Die pure Tüte zu, ihre Zunge Elektropappe. Die Dubis brennen wie Gase, die Wunderwelt wird stark. Der Reggae-Style von Queen ist am Start. Er macht ja sowas Eigenes, finde ich sehr, sehr krass. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, gar nicht, dass jemand so Reggae macht in dem Stil. Das ist wirklich sehr krass. Sein Flow ist on point. Jacques Yousel, krass. Um die Flunte wehen fahren, rund um Nebelschwaden. Ein Baby bau mir ein, ich sag zu diesem Kraut nicht nein. Zählige Hände zaubern gleich. Und wir fühlen Geborgenheit. Und wir liegen unterm Baum zu zweit. Meine Optik. Optik ist verklatscht. Der Beat macht einfach gute Laune. Bei Queen ist auch immer so das Ding, wenn man Queen-Videos guckt, dann wird man irgendwie high vom Zugucken. Krass, also auch nice Girls am Start. Also ich bewerte ja auch immer die Girls in Videos. Also sehr, sehr gut, kann man nicht meckern. Du bist viel zu krass. Wo kommt direkt aus Garten Eden? Vom Gott direkt verpasst. Die Hoffnung liegt im Grünen. Ich trockne meine Blüten. Ich räume meine Tüten. Vollgestappt mit Süßen. Cannabis, Cannabis, vollgestappt. Die Hook ist ja mal mega lustig. Also gefällt mir wirklich gut. Also sehr musikalisch angehaucht das Ganze, wie man Queen halt kennt. Er ist einfach sehr, sehr musikalisch, gerade Stimme, Wiedererkennung wert, Level hoch 100, den würde ich unter 20.000 Leuten locker erkennen, raushören, krass. Darf mit Süßen, Cannabis, Cannabis, Vollgestopf mit Süßen. Ja, ich stehe auf holländische Bauart, roll it up, die Bong ist immer sauber, light it up, das hat er sich hier raufgrab. Ist offensichtlich saustark, ein Level rauscht gerade on top. Dieses Kraut da befördert mich nach oben in den Orbit wie eine Raumfahrt. Gefickt wird er zum Weltall, mit Blick Richtung Erdball. Wie ich es liebe, mit dir Eis zu essen. Hey Babe, du weißt, es wird schmecken. Sativa for life. Der Text ist einfach sehr interessant. Also, Queen hat immer so einen eigenartigen Humor, der ist eigentlich ziemlich feier. Also, sehr krass. Mir geht's prima zur Zeit, genieße das Ei, habe Lieder dabei. Meine Optik, Optik ist verklatscht. Und Dope ist viel zu krass. Meine Optik ist verklatscht. Direkt aus Garten Eden, vom Gott direkt verpasst. Die Hoffnung liegt im Grünen. Ich trockne meine Blüten, ich räume meine Tüten. Die Optik liegt im Grünen. Ich trockne meine Tüten. Lustiger Reim auf jeden Fall. Passt sehr gut zu Queen, wie gesagt. Vollgestappt mit Süßen. Cannabis, Cannabis. Vollgestopft mit Süßen. Cannabis, Cannabis. Vollgestopft mit Süßen. Ein wunderschöner Engel sieht, ich chill im Bett. Und serviert mir dann das Gras auf einem Silbertablett. What for okay, denn unter Stress geht gar nicht. Ich hab mal ein Video gesehen auf YouTube, da hat Queen gefreestylt, fand ich sehr, sehr krass. Das war auf dem Splash gewesen mit Cassius Clay und mit Joel.
da waren die bestimmt alle gar total breit gewesen, aber freestyle-mäßig on point, krass. Ganja ist ja auch nur Tee, Super Lemon Hase. Die Hoffnung liegt im Grünen, ich trockne meine Blüten, ich räume meine Tüten, vollgestopft mit Süßem. Cannabis, Cannabis, vollgestopft mit Süßem. Cannabis, Cannabis, vollgestopft mit. Der Beat ist einfach so, so krass, man muss einfach irgendwie mitwippen oder mitmachen. Also, das finde ich auch in ihm so gut, der pickt einfach krasse Beats. Hey, die haben auch tatsächlich da am Schluss noch eine Bridge reingemacht. Also Gitarre hört man, sehr melodisch, könnte mir vorstellen, dass er gleich singen wird. Ich bin dein, du bist mein, ich bin dein, du bist mein. Ich bin dein, du bist mein. Sehr, sehr krass, schön gesungen, sehr, sehr gut gemacht. Vor allem finde ich es gut, dass ein bisschen Abwechslung drin ist gegen Ende. Also der Beat hebt sich jetzt im Refrain nicht so sehr ab von der normalen Strophe. Aber wie gesagt, die Puls ist geil. Ich bin dein, du bist mein. Ich bin dein, du bist mein. Ich bin dein, du bist mein. So Leute, das Video ist vorbei. Also krasses Video, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, mir fallen fast jedes Video, falls von ihrer Aufmerksamkeit hat. Aber nichtsdestotrotz, krasser Song. Das Original fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Ich fand den Part auf jeden Fall besser. Und er geht auf Tour und bringt jedes Jahr noch ein Album raus. Also seid gespannt. Abonniert den Künstler, er hat aktuell 193.000 Abonnenten, kann gern noch geliked werden, auf jeden Fall, krasser Künstler, wie gesagt, muss man unterstützen, da bestimmt mein Kanal ein, unterstützt der Künstler, mein Ruf an euch, und dann habe ich noch einen zweiten Ruf, und zwar abonniert meinen Kanal, weil dann verpasst ihr kein Video mehr von mir, würde mich sehr freuen, bis dort, macht's gut, Musikpunch TV.